also hier für uns wichtig, die Alai Koblenz, die wir hier auch auf dem Bild sehen, das ist am Deutschen Eck. Das Deutsche Eck haben Sie alle vor Augen mit dem großen Reiterstandbild von Kaiser Wilhelm I. Aber das Deutsche Eck ist hier viel älter auch als das Reiterstandbild. Das Deutsche Eck bezeichnet nämlich genau das hier. Das ist das Deutsche Eck. Das eigentliche, ja, heute bekannte Deutsche Eck ist hier ungefähr, aber hier ist das Deutsche Eck und hier ist nämlich der, sozusagen der Zusammenfluss zwischen Rhein und Mosel historisch gewesen. Und auf diesem Deutschen Eck sehen wir nämlich dieses hier, das Wappen des Deutschen Ordens, bis zum heutigen Tag. Und deswegen, weil auf der Ecke ist dieses Wappen und das auf den Deutschen Orden hinweist, ist das das Deutsche, Entschuldigung, ist das das Deutsche, tschüss, oder? Ist das das... Also das ist das Deutsche Eck und das ist halt hier im Hintergrund die Komturei bzw. Der Sitz des Landkomturs von Koblenz. Ja, hier sehen wir ein Wappen, wie wir es hier aus Leverkusen kennen, eines der Wappen der Landkomture, weil jeglicher Besitz hier in Leverkusen Besitz der Landkomture war. Also formal wurde zwar das Territorium der Kommende in St. Katharina in Köln zugeordnet, aber letztendlich sind die Besitzungen hier auf dem Leverkusener Stadtgebiet durch diverse Landkomture erworben worden, die das zum Aus- oder zur Nutzung gebraucht haben, das heißt, die Objekte, die sie gekauft haben, insbesondere Rittersitze, dienen dazu, durch landwirtschaftliche Erträge zum Wohlstand des Ortes beizutragen. Und man hatte auch vor, mit einigen Objekten auch Sommerresidenzen für die Landkomtur zu schaffen. Das gilt aber erst für die Phase des 18. Jahrhunderts. Wenn wir uns Leverkusen angucken, haben wir hier eine kleine Übersicht, die ich gebastelt habe, wo wir nochmal zusammenfassend sehen, welche Objekte hat denn der Deutsche Orden in ungefähr 200 Jahren hier in Leverkusen erworben. Wir befinden uns hier in der Doktorsburg. Die wichtigste Besitzung ist sicherlich Morsbruch, aber auch Haus Schlebusch, heute auch unter dem Namen Bindesdorf bekannt, oder auch Haus Steinbüchel sind Besitzungen des Deutschen Ordens und zwei Kapellen im Stadtgebiet sind zumindest durch den Deutschen Orden erneuert worden oder restauriert worden und tragen deswegen auch Wappen der Landkomture, nämlich die Gitzelin-Kapelle und die Johannes-Nepomuk-Kapelle in Fettenhelle. Und nochmal auf die Vortragsfolge anzukommen, wir haben ja unsere Vorträge hier in der Johannes-Nepomuk-Kapelle, in Morsbruch und in der Doktorsburg durchgeführt. Das Spannende bei diesen Rittersitzen ist, dass diese Rittersitze, sowohl die Doktorsburg, die Morsbruch, Haus Schlebusch und Haus Steinbüchel für die Stadtgeschichte von großer Wichtigkeit sind, weil bevor der Deutsche Orden sie sozusagen übernommen hat, spielten sie schon in der Verwaltung des Amtes Niselohe eine besondere Rolle, weil es die traditionellen Rittersitze der, von Rittern waren, die für den Grafen, für den Herzog von Berg tätig waren. Und wir haben eine ganze Reihe von Rittersitzen auf dem Leverkusener Stadtgebiet. Man könnte so eine Art Übersicht der Rittersitze machen und wird feststellen, dass so ein Abstand von 3 bis 4 Kilometern diese Rittersitze voneinander entfernt liegen. Und diese Ritter haben natürlich zum einen die Heerpflicht, die Heerfolge gegenüber den Landesherren gehabt. Zum anderen bekamen sie Land, was sie bewirtschaften konnten und damit auch Erträge erwirtschaften konnten. Das war das Wechselverhältnis und sie haben Verwaltungsaufgaben übernommen. Nun war es so, dass nicht eine Familie dauerhaft den Amtmann in Niselohe gestellt hat, aber die Familie Schlebusch hat sehr häufig den Amtmann gestellt. Und von daher sind aber auch wieder alle vier Rittersitze von besonderer Bedeutung für die Stadtgeschichte im Mittelalter. In der frühen Neuzeit wandelt sich das dann. Wir haben ja durch die Reformation und der Folge auch eine Veränderung des Verwaltungssystems, der Verwaltungsorganisation
in Berg und nun kommt sozusagen der Deutsche Orden und übernimmt diese Rittersitze, weil die nicht mehr durch die Ritter benutzt werden und auch verkauft werden, veräußert werden, weil die, das Leben, das Verwaltungsleben findet jetzt nicht mehr auf der Ebene der Ämter statt, sondern in der Landeshauptstadt in Düsseldorf. Ja, wir sprechen von ungefähr knapp 200 Jahren, 150 bis 200 Jahren, wo Leverkusener Besitzer im Besitz des Deutschen Ordens waren. In dieser Zeit gibt es 7 Landkomturen, die sich in irgendeiner Weise auch hier in Leverkusen verewigt haben. Und die wir auch durch ihre Wappen, durch Bauten auch immer wieder in Leverkusen finden. Zum einen Heinrich von Reuchenberg, die wir gleich in Morsbruch begegnen werden, aber auch Gottfried Adolf von Nesse wurde zu Ehrenhofen, Ehrenhofen spielt eine besondere Rolle. Jobst Mauritz von Droste zu Senden hat sich insbesondere bei den Kapellen sehr stark engagiert und derjenige, der sozusagen am nachhaltigsten gewirkt hat, ist sicherlich Franz Ignaz Felix von Reul zu Bernau, die wir auch noch im Bild sehen werden. 1805 wird aus der Grafschaft Berg, Herzogtum Berg, das Großherzogtum Berg, das ist französisch, der Deutsche Orden wird sozusagen enteignet und damit endet 1805 auch die Bedeutung oder die Nutzung von Objekten durch den Deutschen Orden. Das Ganze beginnt in Leverkusen im Jahre 1619. Als nämlich der Rittersitz Morsbruch erworben wird. Und 3 wichtige Stationen sind festzuhalten. Zunächst der Erwerb von Morsbruch, wie das ausgesehen hat, werde ich Ihnen gleich zeigen. Dann der Neubau der Vorburg im Jahre 1692 unter Nesse wurde und 1774, also eigentlich nur 25 Jahre vor dem Ende, dann der Neubau des Hauses Morsbruch durch Felix von Roll. Und da sind wir schon in einer Phase, wo sozusagen die Französische Revolution sich anbahnt. Und die Folge ist ja, dass die Besitzung linksrheinischer Natur alle enteignet wird und 1795 ja sozusagen der Rhein zur Ostgrenze Frankreichs wird, zur Westgrenze des Reiches wird. Und dann überlegt man sich in der Ballei Koblenz, Koblenz auch französisch, der Landkomtur ist vertrieben, dass man sozusagen einen neuen Herrschaftssitz braucht, weil man nicht mehr in Koblenz residieren kann. Und man entscheidet sich, Morsbruch dafür auszubauen und zu nutzen. Es ist gerade erst frisch errichtet worden, aber sozusagen zum richtigen Einzug durch den Landkomtur, also dauerhaften Einzug vom Landkomtur, kommt es dann nicht mehr. Ja, Morsbruch ist ja einer der ältesten Rittersitze, erstmal 1328 wird dort ein festes Haus erwähnt, im Zusammenhang mit einem Johannes genannt Mohr von dem Bruche. Das ist diese Namensbezeichnung Morsbruch. Und dieser Rittersitz in, zwischen Schlebusch-Rath und Schlebusch wird dann in der Folge von verschiedenen bergischen Adelsfamilien besessen, von den von Zweifels, von den von Ossenbergs, aber auch von Hall. Zu Ophofen, von Heil zu Ophofen hat gut Ophofen, aber auch Landschein, zahlreiche Objekte, ist einer der wichtigsten und einflussreichsten Familien innerhalb des Herzogtums und Degenhardt von Hall ist auch ganz eng am herzoglichen Hof in Düsseldorf und von daher ist eine bedeutende Familie, die auch umfangreichen Landbesitz dann hier in der Region erwirbt. Es folgt die Familie von Elberfeld und die ist es dann auch im Jahre 1619. Das Ganze an den Deutschen Orden und den Landkomtur Adolf von Bongard verkauft. Wir sehen auf dieser Karte aus dem 17. Jahrhundert den Hinweis Morsbruch. Wir sehen eine kleine viereckige Burg mit, einer Umwandlung. Das ist sozusagen das alte feste Haus. Ähnlich wie wir uns die Doktorsburg, wie wir heute sehen, oder auch den Friedenberger Hof, mehr war dieses alte Morsbruch sicherlich nicht. Die erste Veränderung, die stattfindet, ist der Bau einer neuen
Vorburg. Eine Vorburg ist natürlich wichtig, weil in der Vorburg sozusagen die landwirtschaftlichen Geräte abgestellt werden, wo die Mitarbeiter arbeiten, wohnen. Natürlich ist natürlich das Herrenhaus nicht geeignet und deswegen wird eine umfangreiche Vorburg gebaut. Und zwar die Vorburg, wie wir sie heute noch kennen. Allerdings ist das alte Bündnis, das Herrenhaus wird auch nochmal erweitert im Renaissance-Stil, aber das ist nicht, hat noch nicht die Ausmaße, wie die Anlage sich heute darstellt. Heute finden wir an der Vorburg immer noch dieses Wappen. Und jetzt vielleicht die Besonderheit, sonst wie wir den Wappen, was wir eben schon gesehen haben, schon bemerkt, wir finden immer den Hinweis auf den Deutschen Orden durch das Deutsch-Ordenskreuz. Und wir finden dann den Hinweis auf die Familie des Landkomtours über die anderen Wappenfelder. Und ich weiß nicht, ob das Wappen hier bekannt ist, was hier zu sehen ist. Das ist ein Leverkusener Wappen. Ja, ist auch ein Leverkusener Wappen. Das ist der sogenannte Bergische Wechselzinnbalken. Der Bergische Wechselzinnbalken ist das Wappen der Grafen von Berg, bis sie aussterben und durch das Haus Limburg 1225 übernommen werden, das ist die Grafschaft. Bis dahin, bis 1225, tragen die Berger diesen Wechselzinnbalken. Und als Zeichen der Zugehörigkeit, damit man sich auch aus dem Schlachtfeld erkennen kann, durften alle Ritter, die für den Grafen von Berg kämpfen, natürlich dieses Wappen auf ihrem Wappenschild tragen, als Zeichen der Zugehörigkeit. Deswegen finden wir bei ganz vielen bergischen Familien bis heute diesen Wechselzinnbalken im Standwappen. Deswegen hat Opladen auch den Wechselzinnbalken, die Opladins genauso diesen Wechselzinnbalken tragen konnten. Hier ist aber nicht ein Hinweis auf die Opladins, sondern ist auf ein Hinweis auf die Nesselrudes. Auf die Nesselrudes. Nesselrude, sagt man auch, Nesselrad bei Leichlingen. Das ist das Geschlecht, was sozusagen hier über mehrere Linien dann einen Landkomtur stellt und sozusagen dann hier den Wechselzinnbalken nach Morsbruch bringt. Und die Erklärung dieser Inschrift ist hier nochmal angezeigt, die jetzt nicht weiter auf eingehen. Aber das Spannende ist, an allen Objekten hier finden wir halt den Hinweis auf den Deutschen Orden und wir sehen immer unterschiedliche Landkomturen, sind immer diejenigen, die sich gerade in den Bau verwirklicht haben und den Bau vorangetrieben haben. Und hier jetzt in dem Falle der Landkomtur Goslin Adolf Karl von Nesselrode-Ereshofen, der die Vorburg entsprechend gemacht hat. Und hier sehen wir jetzt die Veränderungen auf einer Übersicht. Wir sehen auf dieser Karte, kurz gucken, hier Ockhof, die Straße ist immer noch die heutige Gustav-Heinemann-Straße, eine geradlinige Straße, die hier quasi vorbeiführt und eigentlich direkt auf die Doktorsburg zuführt, nämlich einen weiteren Besitz. Sie sehen aber, dass wir hier die Vorburg haben. Hier ist sie in der Ausdehnung vorhanden, wie sie auch heute noch vorhanden ist. Auf der anderen Seite ist sie aber etwas kürzer geraten. Das liegt daran, dass sich nämlich hier das alte Renaissance-Schloss oder Herrenhaus befindet, was wir uns jetzt mal ein bisschen größer anschauen werden. Das heißt, an der Vorburg ist zunächst, wenn wir auf Schloss Morsbruch zugehen, der linke Baukörper errichtet worden. Und der ist auch noch im Original erhalten. Und da finden wir heute an dieser Stelle das Wappen von Nesselrode. Der andere Teil ist dann später im Zuge des Neubaus des Schlosses entstanden. Also man hat dann nämlich im 18. Jahrhundert dieses Renaissance-Anwesen abgerissen und erneuert. Und zwar war es dieser Herr, Felix von Roll. Felix von Roll war sehr jung in den Deutschen Orden eingetreten und stand auch familiär in einer engen Beziehung zum Kölner Kurfürsten, das war Clemens August aus dem Hause Wittelsbach. Das ist derjenige, der sich insbesondere in Brühl verwirklicht hat und neben Schloss Augustusburg auch ein weiteres kleines Jagdschloss errichtet hat, nämlich Schloss Falkenlust. Und Schloss Falkenlust, in Schloss Falkenlust war der gute Felix von Roll, der ja nun Landkomtur in Koblenz war und der Clemens August war nicht nur Erzbischof von Köln, sondern war gleichzeitig auch der Hochmeister des Deutschen Ordens, also sein Boss.
war er häufig zur Jagd eingeladen und das hat ihm eigentlich ganz gut gefallen. Und deswegen hat er sich überlegt, er könnte ja eines seiner Besitztümer, das Land Komturs, umwandeln in ein Jagdschloss und hat dazu mehr oder weniger auch die Baupläne des Jagdschlosses Falkenlust genutzt. Und so entstand die Erweiterung der Schlossanlage, der komplette Neubau, nämlich der Abriss des Renaissancebaus und des Baus des Rokoko-Schlösschens. Und die Erweiterung der Vorburg, sodass es symmetrisch ist. Also wir sind ja im Barock, Rokoko, da ist alles symmetrisch, das muss alles ausgerichtet sein. Also er errichtete sozusagen diese symmetrische Vorburganlage und in der Mitte ein Rokoko-Schlösschen, was in der Form sehr, sehr stark an Falkenlust erinnert. Auch was die Raumfolge angeht, ist das quasi eine Kopie. Und das ist die Basis des heutigen Schlosses Moosbruch. Nämlich dieser Mittelteil ist bis zum heutigen Tag vorhanden. Man hat nur im 19. Jahrhundert, da gehe ich heute nicht auf, das habe ich die Bilder nicht mitgebracht, hat man dieses Rokoko-Schlösschen erweitert um zwei Flügel, links und rechts. Und in diesen beiden Flügeln, die aus dem 19. Jahrhundert an der Familie von Diergarten erbaut worden sind, sind auch die eigentlich einzigen historischen Räume, die noch vorhanden sind, vorhanden, nämlich auf der rechten Seite der Spiegelsaal und auf der linken Seite das Jagdzimmer. Aber das hier ist das Rokoko-Schlösschen, was also Felix von Roll errichtete. Hier stirbt Felix von Roll auch 1795, zu einem Zeitpunkt, wo die Komturei oder die Ballei sich in Auflösung befindet, Koblenz verlassen wird von den Franzosen und sein Nachfolger ist dann der entscheidend, überlegt hier Moosbruch zu seiner neuen dauerhaften Residenz und nicht nur zum Jagdschloss und zur Lustbarkeit entsprechend zu nutzen und weiter auszubauen. Ja, ein Blick in diese Anlage zeigt uns hier das Erdgeschoss mit den offiziellen Räumlichkeiten, wo der Schwerpunkt natürlich im Gartensaal zu sehen ist, das ist sozusagen der Vorgänger des heutigen Spiegelsaals. Ist noch so vorhanden, allerdings nicht mehr ausgestaltet. So. Und in der ersten Etage ist natürlich ganz wichtig, wir sprechen ja von einem Geistlichen, natürlich auch eine Kapelle für einen Landkomtur. Die ist natürlich auch vorgesehen und natürlich auch in Nachbarschaft zu den Gästen. Man erwartet natürlich auch bei den Hochmeistern und so weiter. Und da ist natürlich die Nähe zur Kapelle auch sehr, sehr wichtig. Aber ein sehr übersichtliches kleines Lustschloss, was sich Felix von Roll hier entsprechend entwickelt hat. Von vornherein kann man sagen, dass Moosbruch immer sozusagen in der Anfangsphase wahrscheinlich eher als Ort der Landwirtschaft noch gedient hat, dann aber ausgebaut wurde auch zu einem Jagdschloss und dann auch zum Jagd- und Lustschloss unter Felix von Roll. Hier sehen wir nochmal eine Darstellung aus dem beginnenden 19. Jahrhundert. Vielleicht dazu zu sagen, 1805 wird das durch die Franzosen von Napoleon okkupiert. Er schenkt es seinem Schwager Murat, der wiederum schenkt es an seinen Finanzminister Agar. Und hier residiert also dann der Finanzminister des Großherzogtums Berg. Agar, nach dem Ende der Franzosenzeit, die war ja noch nicht so sehr lange, maximal 20 Jahre, beziehungsweise wenn man sich nur auf das Großherzogtum Berg bezieht, sind es gerade mal 9 Jahre, nämlich 1806 bis 1815. Erwirbt ein Bankier aus Köln, nämlich Schafhausen, Moosbruch und andere Liegenschaften, die vorher in deutschen Räumen gehört haben. Der lebt da, nach seinem Tod verkauft seine Witwe das ganze Objekt an den Fabrikanten Diergard aus Viersen, der dann hier einzieht, der diese ganze Anlage in den 1880er Jahren dann erweitert und die Form gibt, die wir bis zum heutigen Tage kennen. Aber auch, jetzt gehe ich mal zurück, hier hinterlässt der Landkomtur, der Baumeister, sein Deutsch-Ordens-Wappen, nämlich hier oben im Mittelbereich auch heute noch entsprechend zu sehen. Eine der ersten Maßnahmen,
die die Landkultur machen, auch zu, aufgrund der Nähe natürlich zum Morsbruch, ist ein Neubau der Gezelin-Kapelle durchzuführen. Diese Gezelin-Kapelle hat ja eine besondere Bedeutung, wird doch hier einer der wenigen Lokalheiligen verehrt, der heilige Gezelin. Und der Deutsche Orden ist ja auch ein geistlicher Orden, und um sozusagen auch hier Fuß zu fassen und auch in der Bevölkerung anzukommen, ist es natürlich ein cleverer Schachzug, zu sagen, wir investieren in diese Kapelle, die zu dem Zeitpunkt in einem grausamen Zustand ist, und so wird die Kapelle neu gebaut und der Kult auch nochmal neu auferlegt. Und derjenige, der dann noch im zweiten Schiff war, war dann der Landkonferenz Droste Senden, dessen Wappen auch über der Kapelle, wie sehen wir sie im 19. Jahrhundert, wie sie erbaut wurde. Sie wird dann im 19. Jahrhundert niedergelegt und nochmal neu aufgebaut. Das ist vor dem Wiederaufbau. Hier haben wir hier die Quelle, die ja sozusagen das Handeln des Gezelin darstellt. Er hat ja sozusagen diese Quelle gefunden und von der geteilten Wirkung aus. Und deswegen spielt natürlich diese Rolle, diese Kapelle eine besondere Rolle. Und diese Kapelle wird dann im 19. Jahrhundert nochmal aufgebaut, dann aber nicht mehr durch den Deutschen Orden. Aber, und das sehen wir hier, das Wappen des Komturs zu Drosten Senden wird auch in der neuen Kapelle wieder angebracht. Hier eine Aufnahme von innen, das ist dann schon die neue Kapelle, wie sie Ende des 19. Jahrhunderts entstanden ist. Und hier sehen wir, wie sie sich heute von außen darstellt. Und hier sehen wir auch nochmal das Wappen des Landkomturs über dem Eingangsbereich. Ja, das dritte Objekt, was der Deutsche Orden im Stadtgebiet erwirbt, ist das Objekt, in dem wir uns befinden. Nämlich die Doktorsburg, ebenfalls ein sehr, sehr alter Rittersitz. Das Haus Oberbüchel, wie es ursprünglich heißt. Sie kennen alle die Straßenbezeichnungen am Büchelter Hof hier, dort, wo das Forum sich befindet. Das erinnert an dieses historische Doppelhaus, an Haus Büchel. Und dieses Haus Büchel und der Büchelter Hof sind ein Hofpaar, der Büchelter Hof befindet sich dort, oder fand sich dort, wo das Forum sich befindet, oder der, besser gesagt, wo sich das Westwestern Hotel befindet, und hier dann das Haus Oberbüchel, Haus Büchel, also zwei Rittersitze. Hier aber der ältere und wesentlichere. Und die Bezeichnung Doktorsburg stammt vermutlich aus dem 16. Jahrhundert, als der Besitz nämlich von einem Kölner Arzt, Doktor der Rechte, nicht Arzt, Doktor der Rechte, also Juristen, Jakob von Omphal besessen wurde, der hier lebte. Also er lebte halt der Doktor, und deswegen hat sich diese Begrifflichkeit Doktorsburg in der Bevölkerung eingesprochen, und deswegen sprechen wir heute nicht mehr von Haus Büchel, was eigentlich die historisch richtige Bezeichnung wäre, aber es ist ja sehr häufig so, dass sich andere Namen durchsetzen, auch wenn sie nicht sozusagen historischen Ursprungs sind. Der Hauptler Schiedsverein residiert in der Villa Römer. Die Villa Römer heißt eigentlich Haus Frankenberg, aber trotzdem setzt sich in der Bevölkerung halt auch, wenn ein Haus war, in dem bedeutende Personen lebten, nach dieser Person wird dann dieses Haus benannt und setzt sich dann in der Bevölkerung durch. Hier war es halt die Doktorsburg, weil der Doktor Umfall hier lebt, die Villa Römer auch dargestellt. Dieses Haus Büchel ist bereits im 12. Jahrhundert, nämlich im Jahre 1171, in einer Gruppe in der Abtei Altenberg schon erwähnt, beziehungsweise eine Person, Konradus de Büchele, ist erwähnt. Wir haben ja, wenn wir uns das Stadtgebiet von Leverkusen angucken, bei den Ersterwähnungen immer die Situation, dass in der Regel keine Orte benannt werden, sei es in Kirchen, sondern es werden Personen benannt, die wir dann Örtlichkeiten zuordnen können. Die Ersterwähnung Oplands 1168, da wird dann Eberhard von Upladin und ein von Wistube genannt. Da haben wir eine Ortserwähnung für Opladen und Wiesdorf. Hier haben wir jetzt 1171, drei Jahre später, in einer Urkunde als Zeugen einen Konradus de Büchele entsprechend erwähnt. Und so finden wir eine ganze Reihe dann in Folge von Personen, und daraus können wir dann einen Ortsbezug herstellen. Auch hier in der Doktorsburg gibt es auch mal einen Bezug zu einer Familie Ophofen. Die Ophofen sind ja ein bedeutendes Geschlecht hier im Stadtgebiet. Und
Das kann man auch feststellen. Die Familien haben wechselseitig auch die Objekte dann gekauft und verkauft. Nachdem die Familie Omphal nicht mehr das Objekt nicht mehr halten konnte, wurde es dann verkauft, und zwar 1682 in Landkontur Gottfried Scheifert von Merode. Der hat sein Wappen anbringen lassen, das ist genau das Wappen, was wir über den Eingang gesehen haben. Und allerdings hat sein Nachfolger, und das ist derjenige, der die Vorburg gebaut hat, der von Wessenrode, hat das Objekt dann schon wieder verkauft, um es dann möglich zu machen, dass einer seiner Nachfolger das Objekt dann 1725 wieder kaufen konnte. Also ein ständiger Wechsel. Aber das zeigt, dass es sich dabei natürlich um die Objekte handelt, die einen Mehrwert hatten, weil natürlich damit die Ländereien von Interesse waren, insbesondere natürlich Landwirtschaft, aber auch natürlich Forst. Und das ist übrigens ein ganz wichtiger Punkt. Bei Morsbruch habe ich den vergessen zu erwähnen. Wir haben natürlich im Umfeld von Morsbruch, dem Bürgerbusch, ein großes Waldgebiet, was natürlich viel größer war in der Zeit des 18. Jahrhunderts. Und wir haben eben gehört, dass der Felix von Roll ein begeisterter Jäger war. Also von daher ist natürlich das ist ein wunderbares Jagdrevier gewesen, was für den deutschen Ort interessant war, aber natürlich auch für Holzwirtschaft war das von besonderer Bedeutung. Ja, die Doktorsburg 1682 dann mal kurzzeitig wieder verkauft und dann 1725 bis 1805 dann im Besitz des Deutschen Ordens. Wir sehen hier eine ganz frühe Darstellung aus dem 17. Jahrhundert. Da kann man relativ wenig erkennen, aber die Landschaftsmaler des 19. Jahrhunderts aus der Düsseldorfer Malerschule haben dann auch mal zugeschlagen und hier eine wunderbare Darstellung. Wir sehen sehr schön die eigentliche Burganlage, wie sie heute vorhanden ist, und die Anbauten mit den entsprechenden landwirtschaftlichen Remisen und Nutzflächen. Ähnliche Strukturen müssen wir uns auch bei allen anderen Rittersitzen vorstellen. Das gilt sowohl für den Ministerhof und den Haus Steinbichler, aber auch für andere Rittersitze im Stadtgebiet. Friedenberg, Hof gibt es ähnliche Bilder zum Beispiel. Das heißt, an die Herrenhäuser wurden die alten landwirtschaftlichen Remisen direkt angebaut. Ja, im 18. Jahrhundert kommt ein weiteres Objekt dazu, nämlich Haus Steinbüchel, ebenfalls ein bedeutender Rittersitz, der bereits 1158 erstmals urkundlich erhöht mit einem Konrad von Steinbüchel, jetzt in einer Urkunde der Abtei Deutz. Also die Erwähnungen, die wir hier für unsere Region haben, die Personenerwähnungen sind in der Regel Urkunden der Abteien des Umfeldes, die Abteien und Stifte in Köln, aber auch in Dünnwald, in Altenberg hatten hier umfangreiche Besitztümer. Und die Pfarrgemeinden hier waren zehnpflichtig gegenüber den entsprechenden Stiften und Klöstern. Das führte dazu, dass natürlich bei Rechtsakten dann auch die Ritter herbeigeführt wurden, um das Ganze zu beurkunden. Auch in Steinbüchel gibt es zahlreiche verschiedene Rittergeschlechter, die das Gebäude nutzen bis zum Jahre 1725, wie Diepenthals zum Beispiel und andere Gefolgsleute des Grafen von Berg. Die Familie Diepenthal verkauft das Gut 1724 an den Deutschen Orden. Wir sehen jetzt hier das entsprechende Herrenhaus in Steinbüchel, die Vorburg in Anführungsstrichen, das sind eigentlich alles moderne Gebäude. Das ganze Objekt wird dann 1732 durch Landkomtur Jobst Orbitz von Droste, das ist der, der die jetzt die Kapelle erneuern lässt, neu bauen, lässt das Herrenhaus neu bauen, so wie wir es heute hier jetzt sehen. Einige Veränderungen werden später eingeführt worden. Und das Ganze bleibt dann bis 1798 im Sitz des Deutschen Ordens, hier ist dann der Christian Mülsdorf, ein Richter aus Opladen erwirbt, der dann dort entsprechend einzieht. Aber auch hier, wie fast 100 Jahre, dann 70 Jahre Nutzung durch den Deutschen Orden und auch bauliche Gestaltung und Erinnerung an die Bauherren, die Landkonture der Ballei am Koblenz.
Sind da auch Ratten vorhanden? Ja. Da kann man ja sogar nicht hin, das ist ja wohl abgelöst. Ja. Ja. Aber das ist ja ein anderes Haus, das wo ich vorne an der Straße steht. Das ist eine Fachwerk. Fachwerk. Ja. Das gehört doch auch dazu. Das gehört auch dazu, genau. Das war eine recht große Anlage. Ja, last but not least, 1737 wird die Johannes von Nepomuk-Kapelle neu gebaut. Die ist im Privatbesitz. Und befindet sich in Fette Helle, einem kleinen Ort an der Heer- und Handelsstraße von Schwelm nach Köln. Die ist schon wesentlich früher vorhanden, diese Kapelle, wird aber 1700 abgebrochen. Und die Witwe Katharina Katterbach, die in Fette Helle wohnt, ergreift die Initiative und stiftet einen Betrag zum Wiederaufbau dieser Kapelle und wendet sich an den Landkomtur. Und der Landkomtur Jürgen Mauritz von Droste-Senden unterstützt dann den Neubau und das führt dann dazu, dass sein Wappen sich 1732 über dem Eingang der Kapelle entsprechend angebracht wird. Und diese Stiftung taucht auch in den Fenstern noch einmal auf. Also auch hier bei den beiden Kapellen sozusagen ein Versuch der Verwurzelung des deutschen Ordens hier im Stadtgebiet. Bei den Rittersitzen geht es eher darum, für die Landkomtur ein Lustschloss oder ein Jagdschloss zu errichten, beziehungsweise Objekte zu haben, die natürlich das Einkommen der Landkomtur sichern. Hier sehen wir nochmal eine historische Aufnahme der Bergischen Landstraße. Das ist in der Berliner Straße in dem Bereich, in Fette Helle. Und hier nochmal eine Karte. Ja, Blick in die historischen, vor der Renovierung. Hier haben wir den letzten Vortrag entsprechend durchgeführt. Außen, wir sehen jetzt immer von außen, der heutigen Zustand, hier das Wappen von Jobst Mauritz in Droste-Senden. Last but not least, ein bedeutender Rittersitz kommt natürlich noch hinzu. Allerdings relativ spät, kurz vor Ende sozusagen des Deutschen Ordens hier im Stadtgebiet, nämlich im Jahre 1784, wird das wird der Rittersitz Schlebusch neu gebaut. Der Rittersitz Schlebusch ist heute allen bekannt als Binnesterhof, findet sich an der Kreuzung Bergische Landstraße, Hoppladener Straße. Und ursprünglich oder erstmals, wahrscheinlich stammt der erste Bau aus dem 12. Jahrhundert. Erwähnungen finden wir urkundlich dieses Rittersitz allerdings erst im 15. Jahrhundert in einer Urkunde, die zwischen 1410 und 1418 datiert ist. Und hier taucht auch erstmals ein Amtmann aus dem Hause Schlebusch auf. Schlebusch wird schon sehr früh vom Deutschen Orden erworben, nämlich schon im Jahre 1666. Er wirbt heimlich von Reuschenberg in Besitz. Allerdings spielt er keine besondere Rolle, bis dann Felix von Roll, das ist der Bauer von Morsbruch, ein neuer Bauer von Morsbruch, dann auch wieder schließt, den Rittersitz in Schlebusch neu zu bauen, den Binnesterhof nochmal neu zu bauen. Deswegen finden wir auch heute sein Wappen über dem Eingang des Binnesterhofes. Hier ist wieder also Felix von Roll. Und als dann nach der Franzosenzeit Morsbruch veräußert wird an Schafhausen, erwirbt Schafhausen, der Bankier aus Köln, auch den Binnesterhof, den wir hier jetzt nochmal sehen, in einer Aufnahme um die Jahrhundertwende, also um 1900. Und keine aktuelle, doch eine etwas schlechtere aktuelle Aufnahme, aber weitergehen. Dann sehen wir hier nochmal das Wappen, was ich hier über den Eingang entsprechend finde. Und dieses Gebäude ist halt das Gebäude, was dann von Felix von Roll Ende des 18. Jahrhunderts erbaut wurde.
Wenn wir uns das Ganze nochmal anschauen, haben wir eigentlich eine Spanne von 1619 bis 1805, wo der Deutsche Orden hier im Stadtgebiet von Leverkusen gewirkt hat und auch Aufgaben übernommen hat, sozusagen in der Stadtentwicklung, die vorher vielleicht Ritter des Graf von Werks hier in der Stadt, im Stadtgebiet übernommen hatten und die Deutsche, die auch Akzente gesetzt haben, die wir heute auch noch zumindest auch an den Gebäuden erkennen können. Es gibt keine Kommende hier, sondern es gibt nur Landbesitz, der mal weiter und weniger verbreitet wurde und wo aber nach und nach massive Eingriffe in die Architektur durchgeführt wurden, verschiedene Epochen sozusagen auch hier im Stadtgebiet nachhaltig hinterlassen wurden. Und wir haben, wie gesagt, zum einen die Rittersitze, die übernommen werden, die neu gebaut werden, zum anderen die Kapellen, die mit einem neuen geistlichen Leben hier ausgestattet werden. Und die Phase, die dann geplant war, dass man vielleicht Morsbruch und den Raum des heutigen Leverkusens zum neuen Zentrum der Wallei Koblenz auch natürlich nicht mehr gekommen aufgrund der Franzosenzeit. 1806 wird ja das Großherzogtum Berg geschaffen, der Deutsche Orden muss hier abziehen und somit sind es diese 200 Jahre, die allerdings auch prägend hier in Leverkusen vorhanden sind und eine Facette der Stadtgeschichte zeigen, die eigentlich so nicht bekannt ist. Und damit möchte ich auch schließen und stehe für Fragen gerne zur Verfügung.